Then Orks. Im Wald. Auf Zombies treffen. Dann kann er... Ich brauche Beauty-Zombie. ...nicht weit sein. Und seine Tochter Annika auch nicht. Wenn einer Instagram-taugliche Beauty-Pose hinkriegt als Zombie, ist das die Anni. Hallo! Das machen wir jetzt einfach mal, Beauty-Zombie. Warum? Weil wir es können. Gesagt. Getan. So, noch Emo? Komm, gib alles. Wobei eigentlich sind Beauty-Fotos genau das, was Sascha Erbach nicht machen will. Denn er fotografiert am liebsten Monster und Zombies. Es ist morbide, es ist mal was anderes. Es ist weit weg von dem ganzen Beauty-Wahn. Es ist weit weg von dem, alle müssen gleich aussehen, alle müssen die gleiche Oberweite haben, alle müssen die gleiche Pose haben, die gleiche Bildidee. Man ist völlig frei, man kann machen, was man will. Und das macht schon mal viel Spaß. Die Fotos veröffentlicht der 48-Jährige, der auch als der Zombie-Graf bekannt ist, dann bei Instagram. Und während Papa Erbach, genau so ist es Gott, gekonnt Monster für Instagram in Szene setzt, macht Tochter Annika schnell noch ein Video für TikTok. Es geht ja auch um Spaß, der ist ja wichtig, den wollen wir ja auch haben. Auch wenn es ein bisschen verrückt ist. Aber Spaß muss sein. Außer Spaß haben und es muss möglichst viel Blut ins Bild. Willst du was laufen lassen? Es muss laufen. Gibt es bei der Zombiegrafie wenig zu beachten? Beim Zombie fotografieren, dass keine Lebenden im Spiel sind. Eigentlich nichts. Man kann, wie gesagt, tun, was man will. Man ist da völlig frei. Und je morbider das Ganze ist, desto besser wird es dann nachher auch. Nur auf eine Sache muss man sich bei der Arbeit mit Zombies... Zombie! Was ist denn? Schlurf doch her! Einstellen. Eieiei. Und Zombies sind schwer vom Begriff. Man muss alles fünfmal sagen. Das ist auch normal. Außerdem sind Zombies und Monster ziemlich eitel. Das da ist auch nicht schlecht. Nee, das ist gut. Heißt, die Fotos sollten am Ende gut werden. Ja, klar, logisch. Aber man macht das ja, weil man ein gutes Ergebnis haben will. Man geht ja nicht hin, fängt an, Bilder zu machen, mit dem ganzen Aufwand, der dahinter steht, um nachher mit nichts nach Hause zu gehen. Das macht ja keinen Sinn. Also gibt man sich auch entsprechende Mühe, dass es halt gut funktioniert. Das gehört natürlich dazu. Und die machen ihren Part im Sinne von Make-up, im Sinne von dem Posing und dem Ganzen. Und ich mache meinen Part im Sinne davon, dass ich das anständig in Szene setze. Für das aufwendige Make-up von Tochter Annika und der ganzen Zombie-Truppe verantwortlich ist übrigens Thomas Beck, alias Captain Tom Sparrow, und Annikas Mama Petra. Gelernt hat die medizinische Fachangestellte die Kunst der Zombifizierung, die mehrere Stunden dauern kann, allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. Ja, ich war früher im DRK tätig, wirklich richtig hier ehrenamtliche Tätigkeit, Sanitätsdienst und so weiter. Und hatte da auch Schminken gelernt, von realistischer Unfalldarstellung. Irgendwann kam dann ihre Schwägerin Lea zu ihr und wollte von ihr in einen Zombie verwandelt werden. Kurze Zeit später haben dann nicht nur Annika, Petra und Petras neuer Lebensgefährte Olli im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt. Sondern eben auch... Genau so ist es Gott. Sascha. Ich bin im Innern Zombie und außen nett und freundlich. Und so liefert das Horrorshooting im Wald am Ende gleich zwei Ergebnisse. Genau so, perfekt. Jawohl. Erstens... Gut. Wunderschön. Schreckliche... Fotos und zweitens ein schrecklich schönes Familienleben.